Moin Moin, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück hier zu Heroes of Hammerwatch. Wir haben den Aufseher letzte Woche besiegt. Oder vorgestern. Je nachdem, wie die Folge kommt. Vielleicht ist ja heute Montag und dann war das ja letzte Woche. Ja, weiter geht's. Nächste Ebene. Ich bin gespannt. Erste Mal. Let's go. Guten Tag. Wir müssen ein bisschen aufpassen, wir wissen nicht, was auf uns wartet. Magier warten auf uns, okay. Also die haben auch jetzt Magier anscheinend. Da ist so ein Monolith. Monolith. Verleiht dir mehr Einsicht. Mehr Erfahrung ist das jetzt, ne? Da sind aber auch viele Leute. Warte. Wenn die auf Distanz bleiben, ist mir das ja egal eigentlich, ne? Okay. Aha, was ist das? Irgend so ein Beschwörer schon wieder. Er beschwört hier irgendwelche Geister. Er beschwört so Geister. Oh mein Gott. Noch zwei übrig. Hä? Ist das eine Mission? Noch zwei übrig? Ah, sonst kommt man hier nicht rein. Lol. Jetzt bin ich aber auch gespannt, wenn wir in die nächste Runde gehen sollten. Also, was heißt sollten? Wenn wir in die nächste Runde gehen, nachdem wir tot sind. Und wieder den Würfel machen. Dann überspringt man ja die Minen. Macht man denn einen stärkeren Würfel? Oder macht man einen Doppelwürfel? Wegen, wenn man dann das Gefängnis auch. Aua. Hat mich erwischt. Oh shit. Ich renne da mal ein bisschen rein. Ich meine, wenn ich den Combo voll habe, lohnt sich das ja auch, da reinzugehen. Weil ich dann ja auch schnell bin. Hey! Jetzt hat er da angestürmt. Wie so ein Error. Also Autogramm, bitte, Autogramm. Ich hätte gern so gern ein Autogramm. Kann ich auch von hier einfach darüber. Ja, aber die können es auch. Die können es ja leider auch. Einfach durchschossen. Uiuiuiui. Viel zu viel. Viel zu viel. Aber. Bombe. Es klappt gut, oder? Wir kommen gut voran. Ah! Erstmal Schläge gekriegt. Komm gut voran. Ah, tot. Wir haben auch keinen Halt dran. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Nur so ein ganz kleines bisschen müssen wir aufpassen. Ich meine, da unten haben wir jetzt noch zwei Orangen liegen. Es ist ja nicht so. Oh shit. Hat er mich verlangsamt oder so? Oh shit. Wo sind meine Orangen? Scheiß Magier. Oh shit. Haben wir noch Heilung irgendwo? Ja, ich brauche mal irgendwie bei den Orangen, ja. Vielen Dank. Haben oder nicht haben, ne? Renn da jetzt nicht wieder ein Bekloppter da rein. Das sind auch die scheiß Bogenschützen. Die immer feige von der Entfernung angreifen. So wie ich. Zwei Erze wieder. Das ist auch mega nice, ne? Dass wir jetzt bei jedem zweiten einen Doppelten kriegen. Weil wir jetzt immer 1,5 kriegen. Da können wir Sachen runterbringen. Ich weiß nicht, noch lohnt sich das nicht, ne? Sachen nach unten zu bringen. Oh shit.
Nur noch einer übrig. Den ein. Schauen wir auch noch. Oh. Du bist aber was ganz anderes da unten. Aua. Also bevor ich sterbe, bringe ich die Sachen weg. Aber noch habe ich ja genug Leben und so. Ich komme noch nicht rüber. Die schon. Eine große Gefahr ist erschienen. Wie? Wegen den Geistern jetzt, oder was? Oh Mann, ich glaube wegen den Geistern. Shit, die haben... Die verlangsamen mich. Shit. Shit. Was? Aber wir heilen uns gut, finde ich. Findest du das auch? Aua, das war ein bisschen. Oh shit, ich habe nur noch 4 Leben. Okay, ich bring die Sachen lieber erstmal schnell weg. Falsch. Doch richtig. Der noch weg. Wenigstens meine 5 Erzen noch in Sicherheit bringen. Und 1000 Gold. Ja, weg mit dir. Pam pam, okay. Einfach nicht treffen lassen, tot. Vom Lich getötet. Du böser Lich, du. Ach, schade. Aber jetzt können wir. Wir haben 19 Erze. Und 7 Erfahrungen. Was machen wir denn jetzt mit 19 Erze? Auf einen sparen und dann die Stadthalle bauen? 10, 10, 5. Das ist so eine ungerade Summe, ne? Dass man nicht 2 Zehner bauen kann. Aber wir können ja auch Erz kaufen. Warte mal, ich kaufe noch ein Erz. Damit wir gerade sind. Ich hab's einfach drauf. Bin einfach schlau. Hier sind wir am 20 Erz, meinte ich. So. Guten Tag. Also, wir können jetzt den Gemischwarenhändler, den Erzhändler, kaufe und verkaufe Erz. Besserer Handelskurs. Also billiger jetzt, oder was? Die Apotheke und dann zum Beispiel Apotheke 2. Was ist das denn? Schatzkammer. 20. Oder wir... Komm, weiß was. Wollen wir Stufe 3 Gebäude freischalten? Nee, das, oder? Aber so kriegen wir schneller unsere Gildenhalle. Gildenhalle. Damit wir unsere Fähigkeiten verbessern können. Aber noch haben wir eh nicht genug Sterne. Ich nehme jetzt die Apotheke. Und den Brunnen. Dann haben wir 5 für das nächste Mal. Wo ist jetzt der Brunnen? Da. Da bin ich mal gespannt. Was ist mit dem Brunnen jetzt? Oha, was ist hier los? Erweiterte Ebene plus 1. Ebenen werden vergrößert. Also das dauert dann eine Runde mehr, bis der Boss kommen würde. Aber es muss immer alles in der Waage sein. Nee. Negativ kann ich die ganz alles. Kann ich ruhig nehmen. Positiv nicht.
Okay, was haben wir denn noch? Fallen verursachen nur 50% weniger Schaden. Das klingt auch nice. Alle Türme sind zerstört. Alle Türme sind zerstört? Alle Feinde in Korridoren sind deaktiviert. Kann ich aber auch nicht. Achso, dafür müssen wir Geld in den Springbrunnen werfen, ne? Ich werfe mal 500 rein. Also ich könnte jetzt für die 500, die wir reingeschmissen haben, ne? Können wir ja jetzt hier Günste holen. Wir können auch, warum kann ich das nicht? Aber dafür brauchen wir Springbrunnen Teil 2. Wir können zum Beispiel hier so bam 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 die Gunst des Todes holen. Für 200 Millionen? Was? Und da sind die beiden noch nicht mal mit drinne. Und der auch nicht. Und der auch nicht. Einer mehr hat das schon mal eben krass erhöht, du. Der krass aber auch schon, ne? So geht's da irgendwie noch, oder? 9 Günste. Okay, was gibt's denn noch so? Alle Fallen in Korridoren sind deaktiviert. So. Dann gibt es noch Bewegungsgeschwindigkeit. Gesundheits- und Mana-Aufnahmen sind um 500% effektiver. Das ist schon geil, oder? Aber es kostet auch direkt schon mal 1000, weil wir plus 3 Gunst kriegen. Aber so ein Apfel, der nur 10 heilt, halt dann 60 oder 50. Plus 2 Glück. Die Frage ist, was macht Glück, ne? Mehr Items wahrscheinlich oder bessere Items. Erhöhte Chance, Kobolde zu finden. Die Sachen ja verschenken. Zusätzliche Tränke. 2 zusätzliche Tränke. Okay, und hier, große Bedrohungen sind seltener. Also diese mit Gefahr. Okay, was für negative haben wir denn? Wenn wir das hier, man kann das ja ausgleichen, wenn wir das nehmen, dann kostet uns das gar nichts. Gesundheit und Mana-Pickup sind 50% weniger effektiv. Also der Apfel halt dann nur noch um 5. Noch mehr Gegner. Eigentlich nice. Noch mehr Gegner bedeutet noch mehr Erfahrung. Können wir ja mal machen. Gleich. Du wirst 2,5 Sekunden lang verwirrt, wenn du einen Trank trinkst. Kann man eigentlich auch nehmen, ne? Fallen verursachen um 200% erhöhten Schaden. Heute ist nicht dein Glückstag. Minus 3. Mehr Elite-Gegner. Es entsteht kein Erz. Okay, also mehr Elite-Gegner. Noch mehr Gegner. Aber es gibt auch 40% mehr Erfahrung dadurch, ne? Aber wenn wir das wieder ausgleichen, dann wieder nicht. Und mehr Dingsen. Wir machen mal so eine Runde. So, es werden Ebene werden vergrößert, können wir machen. Aber eine Ebene mehr, bevor der Boss kommt. Fallen alle Türme, Fallen sind deaktiviert. Bewegungsgeschwindigkeit. Plus 2 Glück vielleicht. Gehen unsere Erfahrungen aber auch flöten, ne? Und so, dann ist 0-0. Aber so finden wir jetzt auch Kobolde. Und so wird das jetzt noch Geld kosten. Ich mach das mal so. Komm. Wir nutzen mal diese Runde mit Brunnen. So, let's go. Pam. Negativ, positiv. Also jetzt mehr Gegner, mehr Elite, mehr Kobolde, mehr Glück, alles mehr. Und wo ist die Apotheke jetzt? Apotheke ist das hier? Bist du Apotheke? Du bist eine Apotheke. Du wirst 2 Tränke haben. Erhöht die Menge an Lebenspunkten, die du durch den Trank gewinnst, von 50 auf 100. Erhöht die Menge an Mana, die du durch den Trank gewinnst. Ich hab noch gar keinen Mana-Trank.
Eintrag mehr. So, also ich nehme einfach alles. Ba, 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 ba. Wahrscheinlich heilt er beides. Heilt er beides? Wahrscheinlich heilt er beides, ne? Bam, bam. Bam, 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 bam. Moment. Neuer Zauber noch. Der für 5. Die Explosion hier. Zack. Die ist jetzt nämlich... Da kann ich jetzt einfach reinrennen. Zack, zack, zack. Let's go. Mehr Gegner. Let's go. Mehr Elite. Let's go. Alles mehr. Okay, erstmal hier von links nach rechts. Der muss als zweites. Also so, so und so. Ja. So, so, so. Lauf! So, mehr Glück bedeutet jetzt nämlich, während einer Combo erhältst du 3 Mana-Regeneration. Weil mehr Glück kriegen wir jetzt seltenere Gegenstände, ne? Guck mal hier. Oh, was ist da denn schon los? Aber mehr Erfahrung auch, ne? Wenn wir mehr Gegner haben und so. Uiuiui. Ba, 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 da, 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 da. Moin! Die haben ja nicht mehr Gesundheit oder so, also ist das ja eigentlich ganz easy. Bam, bam. Bam, bam. Alles gar kein Problem hier, alles gar kein Problem. Der Mörder! Puh. Da kommen die Kugeln. Pum, pum, pum. Ja, wurde jetzt einmal getroffen, aber ey. So, zack. Bin ich auch schon wieder voll. Pum, pum, pum. Ei, da! 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 Schnauze! Kobold! Hallo! 3 Erze! Hast du noch mehr? Mm-mm. 3 Erz! 3 Erz! Boah, einfach durchgerannt. Ich bin ja auch des Wahnsinns, wa? Ich denke auch, ich bin jetzt der Obermacker hier. Der Ober-Obermacker hier. Der Ober-Obermacker hier. Ich bin einfach... Gib mir den Apfel. Bam, 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 bam. So, jetzt renne ich da einfach rein und mach den hier. Gut, wir haben ein bisschen Schaden gekriegt, aber alles noch im Rahmen. Ja, das ist die Frage, nehme ich jetzt das? Nö, ne? Ich habe ja auch jetzt extra eine Ebene mehr genommen, damit wir mehr sammeln. Jo. So. Hey. Pam. So, das war's, ne? Können wir jetzt wieder rein. Ich kann ja jetzt noch meinen Trank nehmen, damit wir... Oben ist unten, unten ist oben. So, und jetzt kann ich auch meinen Trank wieder voll machen. Bing. Klür. Klitsch. Yeah. So, next. Guck mal, 5 Erz haben wir auch schon. Erfolg! Erfolge! Ich könnte auch jetzt einfach stumpf warten, bis mein Mana wieder hier voll ist. Und dann einfach rein in die Olga, ne? So, mehr Gegner? Finde ich nicht. Aber vielleicht sollten wir das nicht so unbedingt entgegenwirken. Dann kriegen wir sogar mehr Gold und mehr Erfahrung. Zum Beispiel die Kobolde weglassen oder so. Oder das mit Glück 2. Den weglassen. Ja. Was haben wir hier?
25% Chance, 5 physischen Schaden zu blöcken. Blöcken. Reicht nicht. Blocken. 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 Pum, pum. Pum. Die Kugeln sind ja mal mega gut, vor allem weil sie ja auch noch abprallen, ne? Finde ich ja mega nice. Mal einfach weggerotzt. Zack. Einfach weg. Was ist eigentlich stärker? 13 Schaden machen die. Der macht halt 80, aber der macht das halt auf alle Gegner, ne? So. Wer will, wer hat noch nicht? Wer will, wer hat noch nicht? Warte. Jetzt. Shit, egal. Aber wir haben gar keinen Schlüssel. Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Kriegen wir nicht, ne? Hier gibt es keinen Schlüssel. Guck mal, was da unten schon wieder los ist. Pam. Alle auf einen Fleck. Auch nice. Schön den Apfel futtern. Da ist ein Schlüssel. Oh, welch Glück. Hab ja auch Glück 2. Dort zurück gehe ich aber gleich, ne? Warte mal. Ja, wenn wir hier oben abchecken, gehe ich da hin. Geht's da rein, geht's da rein, geht's da rein. So. Kein Erz auf dieser Ebene. Bisher. Und verursacht 1% mehr Schaden für jedes fehlende Prozent Leben. Also, wenn wir 10% Leben verloren haben, in dem Fall 7 Leben, dann machen wir 10% mehr Schaden. Hey. Ist das witzig oder was? Ja, hochbringen, das brauchen wir nicht, nee. Können wir beim Boss machen. Kurz vom Boss. Nochmal 3 Erz. Nice. Ah, oh, wie süß. Eine Fledermaus. So, Finish, ne? So viel Leben, was hier noch rumfliegt. Kommt man da rein? Ja, ich werde schon nicht sterben. Wäre ärgerlich um die 8 Erz, aber wir sterben schon nicht. Sterben wir schon nicht. Wir sterben nicht. Ebene 3. Der Boss kommt ja jetzt bei Ebene 5 erstmal. Guck mal, die können eh nicht schießen. Guck mal, jetzt gehe ich hier rein. Hab einfach mal ein bisschen guten Tag gesagt. Nicht mal Schläge gekriegt, obwohl ich genau bei dem war. Hab mich richtig ankrabbeln lassen. Oha. Oha, oha, oha. Hey. Oh, jetzt bin ich da ernsthaft. Doch noch rein. Egal, wir haben Orange direkt nachgesnackt. So. 5 Leben, 5 Mana, 3 Angriff, 3 Fähigkeit, 2 Rüstung, 2 Resistenz. Also da geht einfach alles hoch. Nehmen wir. Während einer Combo erhält zum Mana-Regeneration 7 Rüstung, 3 Rüstung, 10 Leben. Nehme ich noch den. Und ja, Regeneration. Spendierhosen habe ich an.
Alter, der ist ja richtig schnell. Diesmal. Ich frage mich, ob das Schaden macht eigentlich. Was ich sah so ab Pfeffer. Ich kann mir auch vorstellen, dass es hier mit einem Krieger auch richtig Bock bringt oder so, ne? Doch einfach rein in die Masse. Wir müssen auch unbedingt andere Charaktere spielen. Allein schon, weil dadurch wird der Zauberer dann ja auch besser, ne? Welches Level ist denn unser? Wir können ja auch mal sagen, wir machen immer bis Level 10. Was hältst du denn davon? Erstmal jeden Charakter so auf Level 10 machen. Es wird ein echt langes Let's Play, habe ich das Gefühl. Und dann alle zwei Tage. Uiuiuiui. Aber dafür gehen die Folgen ja auch länger, guck mal. Uiuiui. Ja, ja, jammer nicht. Komm mal, zack, Orange. Hier haben wir auch noch was zum Heilen. Da müssen wir noch nicht rein. Ich will da schon hin, ne? Ich denke aber, ich hab ein Schutzschild, ne? Denke ich immer durch das Lila, ne? So, jetzt sind wir voll. Das heißt, jetzt versuche ich doch mal die Falle. Haha. Ah, easy. So. 20% mehr Erfahrung. Ja, nice. Wo ist denn unser Gold hin? Ich weiß es nicht. Wer hat mit unserem... Wir waren mit unserem Gold shoppen. Was du bist. Ein Schlüssel. Und wie gesagt, eigentlich können wir Glück sein lassen. Dann kriegen wir wenigstens 10% mehr Gold, 10% mehr Erfahrung. Kommt auch einiges dann zusammen. Oh shit. Einfach rein und Action geben. So, guck mal, schon wieder voll. Direkt. Pam, 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 pam. So, voll sind wir. Tränke haben wir alle noch. Ebene 4, beziehungsweise. Wir haben noch eine Bonusebene gemacht. Okay, ich bring mal eben das Erz weg. Ja, wir haben noch eine Ebene mehr genommen. Vielleicht kommt ihr ja danach, nach dem Boss. Guck mal, jetzt bei sowas die Kugel, ne? Shit, 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 shit. Ja, guck mal. Zur Zeit zur Aufrechterhaltung des Kombos wird um eine Sekunde erhöht. Okay, eine Sekunde mehr Kombo. Krabbeli, krabbeli? Nö. Ich kann mir auch gut vorstellen, hier mit den ganzen Bogenschützen wird das richtig kacke werden, ne? Ja, kann ich mir das schon richtig kacke vorstellen, du. Kugeln los! Kugeln los! Let's go!
Wenn ich in Bewegung bleibe, dann wissen die nicht, wo die hinschießen sollen, ne? Eigentlich auch mega nice. Oh, der Kleine. Bam, 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 bam. Komm an. Einfach weggefredelt. So, und hier wäre das nächste Tor, ne? Das machen wir dann in der nächsten Folge. Machen wir dann übermorgen. Beziehungsweise vielleicht in der übernächsten Folge. Aber das war jetzt nicht eine Ebene weiter. Also, das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Was jetzt genau eine Ebene mehr war. Oh, was da abgeht, ey. Bombe. Gar kein Problem. Guck mal, hier ist das Ding. Kein Gekrabbel. Und ich meine, Fallen können wir eigentlich auch machen, ne? Fallen machen mehr Schaden. Man muss sich ja nicht von einer Falle treffen lassen, ne? Level! So, einfach weggemacht. Einfach gemacht. Oh, da sind Fleischfresser. So, das haben wir. Das haben wir auch. Haben wir einen Schlüssel? Ja, haben wir. Fügt den Angreifer bei einem Treffer magischen Schaden zu und setzt die... Wenn wir jetzt Schaden kriegen, machen wir jetzt auch noch Pfeile. Cool. Cool, cool. Sollen die doch mal herkommen, du? Sollen die doch mal herkommen? Macht ihr alle weg. So, meine Damen und Herren, ich repräsentiere euch den besten Heroes of the Hammer Watch, der hier einfach alle niederruppt, indem er einfach reinrennt und die Taste spammt und nicht mal Schaden abbekommt. So, da oben hinten haben wir auch noch was, ne? Oha, Rätsel. Jetzt geht's ja nach Schnelligkeit, also beziehungsweise nach Richtigkeit, ne? Okay, was haben wir denn? Merken wir uns jetzt. Also das ist da, dann so, links und dann rechts. Okay, also so. So, so, so. So. Falsch? Ach so, jetzt war das so. Oh lol, jetzt krieg ich nur einen blöden Schlüssel. Ah, Mann. Wir können auch eigentlich schnell ein Foto davon machen, oder? Das ist auch rein theoretisch auch eine Option. So, jetzt nur noch hier gucken. Falls da irgendwas ist, was Schönes, was Geiles. Ein Erz. Müssen wir kontrollieren. Aha. Oder ein Schlüssel. Und ein Erz. Sehe ich gerade. Ein Erz haben wir ja auch. Siehst du, hat sich ja direkt gelohnt. So, jetzt waren wir überall, ne? Wir könnten jetzt wieder durch das Würfel... Also das würde ich echt gerne machen nächstes Mal. Durch den Würfel und dann nochmal durch den Würfel. Dann werden wir richtig zugespammt mit Items. Wo bestimmt richtig geiler Shit mit bei ist. Und man kann ja auch positive Vorteile holen, wie mit zum Beispiel plus 2 Glück. Für Gold halt, ne? Kann man sich ja erkaufen, ohne negative Dinger dann zu haben, ne? Oh shit. Die verlieren alle Geld. Da fliegen meine Kugeln. Ich bin Krieger. Ich bin Krieger. Ich bin Tier. Alter, was ist hier denn los? Was ist hier denn los? Was ist hier denn los?
Ich habe jetzt einfach mal einen Trank genommen. Alter, ich bin Magier, insane. Ich war zwar verwirrt, aber ich habe ja eh nur noch Dinken gespammt. Kugeln! Autsch. Da liegen Erz. Blauer Diamant. Da liegt auch noch ein Erz. Heilung. Jawohl. Knöpfchen habe ich gesehen. Aua. Weil dann, wenn ich ja getroffen werde, dann verlieren wir durch das Gift. Wenn wir Gift erleiden, dann machen wir ja auch Giftpfeile. Schießen wir dann ja rum, ne? Alter. Oh, was haben wir hier? Das ist ein New Rätsel. The New Rätsel. So. Shit. Oh shit. Also so und so. Und dann so. Oh shit. Also so. Und wir kriegen Primärangriffe machen 2% magischen Schaden. Arcana des Schülers. Und wir haben auch gar keine Tränke mehr, ne? Das heißt, wir müssen jetzt mal. Kommt ruhig alle her. Werdet ruhig getroffen. Wir kommen nicht. Okay. Sind so 2-3 Gegner sind auch schon, ne? Gehen wir erstmal hier. Ja! Spam! Chat! Ich war mit ihm im Kerker. Er war ja auch ein Elite-Ding, ne? Ja, gut. Ich wollte das jetzt mal einfach mal ausprobieren. Wir haben es jetzt mal ausprobiert. Aber wir werden nächste Folge die Cubes. Ich weiß nicht, vielleicht sind wir direkt in der dritten Ebene. Vielleicht müssen wir auch von einem Cube zum nächsten Cube. Dann bedeutet das ja mehr Gegenstände theoretisch. Oder der erste Cube ist größer und gibt direkt mehr Gegenstände. Wir werden es übermorgen herausfinden. Lass ein Abo da. Wir finden das am besten gemeinsam heraus. Du und ich. Und dann sehen wir uns übermorgen wieder. Haus rein. Bis dann. Tschüss.